Du bist hochschwanger und bist dir unsicher, ob es losgeht mit der Geburt? Wir zeigen dir hier die typischen Anzeichen, an denen du erkennst, dass die Geburt vielleicht in Gang kommt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es diesmal um das Thema Anzeichen der Geburt. Also quasi die Anzeichen, an denen ihr erkennt, dass die Geburt losgehen kann oder losgeht. Das ist wirklich ein super häufiges Thema bei uns in der Praxis. Eigentlich fragt mich jede hochschwangere Frau mindestens einmal, woran merke ich, dass es wirklich losgeht? Wann sollte ich in die Klinik fahren? Oder es ist auch nicht unselten so, dass mein Handy morgens um 7:30 klingelt und dann die Frage ist, es zieht im Bauch oder mein Schleimkopf ist abgegangen, soll ich jetzt schon in die Klinik fahren? Und genau darauf sind wir in diesem Video eingegangen. Eines der typischen Anzeichen ist Veränderung der Gemütslage. Man fühlt sich unwohl, ist unausgeglichen, ist vielleicht auch ein bisschen aufgeregt. Und das ist so ein ganz typisches Anzeichen dafür, dass es sich dem Ende der Schwangerschaft neigt. Auch, dass man der Schwangerschaft so ein bisschen überdrüssig ist. Also, dass man eigentlich sagt, so, oh, jetzt habe ich auch keine Lust mehr und jetzt will ich das Baby irgendwie auch sehen und kennenlernen, ist ein typisches Anzeichen dafür, dass es bald losgeht. Dazu kommt auch so allgemeine Unruhe, dass man wirklich so ein bisschen unruhig auch ist, hibbelig, nervös wirkt und manchmal auch andere dann fragen, was ist los mit dir? Das ist auch ganz typisch. Und Nestbautrieb. Ich weiß, viele haben den auch schon früher in der Schwangerschaft, aber am Ende kommt der auch nochmal, dass man wirklich denkt, ich muss jetzt nochmal aufräumen, ich muss nochmal die Fenster putzen, ich muss nochmal irgendwie im Garten das Unkraut rausholen. So, das ist auch ganz typisch am Ende der Schwangerschaft. Ein weiteres Anzeichen ist Durchfall, also wirklich, dass der Darm sich regelmäßig häufig entleert. Das hat auch einen medizinischen Hintergrund, einfach, dass der Kopf versucht ja weiter tiefer zu treten ins Becken und deswegen quasi der Darm Platz macht, dass das Baby auch gut ins Becken reinrutschen kann und später auch durchs Becken durchrutschen kann. Auch die Aufgeregtheit und Unruhe führt natürlich dazu, dass man häufiger auf Toilette geht. Kennen ja auch viele aus anderen Situationen, Prüfungen, Stress etc. Dadurch, dass sich der Darm entleert, schubst er die Gebärmutter an und das kann Wehen verursachen und ist auch ein typisches Anzeichen dafür, dass es losgehen kann oder dass ihr euch tatsächlich dann auch richtig einweht. Ein weiteres Anzeichen ist Übelkeit und Erbrechen. Viele Frauen fühlen sich da nochmal zurückgesetzt am Beginn der Schwangerschaft. Auch das kommt quasi am Ende nochmal, dass man wirklich Übelkeit hat, nochmal Erbrechen. Das liegt auch daran, dass man mehr Wehentätigkeit hat und dass einfach die Gebärmutter auch manchmal den Magen einengt. Dadurch muss man sich übergeben oder wenn das Kind sich bewegt, das hat ja auch nicht mehr so viel Platz, dass dadurch der Magen eingeengt wird und einem übel wird oder man sich nochmal übergeben muss. Ein weiteres Anzeichen ist Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit. Schlaflosigkeit kennen viele Frauen ja auch schon aus der Schwangerschaft. Man ist unruhig zum Ende der Schwangerschaft, wacht häufiger nachts auf, wandert dann durch die Wohnung, hat vielleicht schon mal ein paar Wehen. Das ist auch alles schon eine Vorbereitung auf die Zeit danach mit dem Baby. Appetitlosigkeit ist quasi das Pendant auch zu Übelkeit und Erbrechen. Ist auch ganz typisch. Der Magen ist eingeengt, hat nicht mehr so viel Platz, weil einfach der Platz auch ausgedehnt ist. Hier ist der Bauch steht hier oben, das Kind hat quasi die maximale Größe erreicht, die Fruchtwassermenge ist sehr hoch und dadurch wird der Magen eingeengt und man ist schneller satt und hat auch nicht mehr so viel Hunger. Und das ist auch sinnvoll, damit sich der Darm quasi nicht wieder füllt und das Kind wirklich schön tiefer treten kann. Auch kennt man zum Ende der Schwangerschaft, dass die Kindsbewegungen weniger werden. Das ist auch ganz normal. Da werde ich auch häufig in der Praxis gefragt, ist das normal, dass ich jetzt weniger merke? Ja, das ist ganz normal. Die Kinder sollten sich natürlich täglich noch bewegen. Ihr solltet sie schon spüren, aber es wird weniger und auch anders. Die Bewegungen sind nicht mehr so stoßhaft, sondern einfach langsamer. Und ja, es ist am Ende auch nicht mehr so angenehm, weil einfach der Platz ausgereizt ist. Ein weiteres Anzeichen kann der Abgang des Schleimfropfes sein. Er verschließt ja den Gebärmutterhals in der Schwangerschaft und schützt quasi die Schwangerschaft und euch vor Infektionen, schützt euer Baby und am Ende der Schwangerschaft hat er ja seine Funktion aufgegeben und deswegen geht er manchmal ab bei manchen Frauen geht er auch gar nicht ab. Und das ist so eine gallertartige Substanz, die manchmal so ein bisschen bräunlich-blutig auch sein kann und die man dann, wenn man auf Toilette geht, zum Beispiel am Klopapier hat. Das kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass es bald losgeht. Das Tiefertreten des Köpfchens ist auch ein Anzeichen dafür, dass es bald losgehen könnte. Und ihr werdet einfach mehr Druck verspüren auf den Darm und auf die Blase. Also wirklich, dass ihr häufiger auf Toilette müsst, häufiger Wasser lassen, häufiger Stuhlgang ist ein ganz typisches Anzeichen. Der Geburtsbeginn ist wirklich sehr individuell. Die eine Frau hat das eine Anzeichen, die andere Frau hat das andere Anzeichen. Und tatsächlich ist auch von jeder Folgeschwangerschaft kann der Geburtsbeginn wieder ganz anders sein als in der Schwangerschaft davor. Das finde ich auch immer sehr interessant. Macht euch da nicht so einen Druck.
Wenn ihr unsicher seid, fragt eure Hebamme, fragt euren Frauenarzt, eure Frauenärztin oder fahrt einmal mehr in die Klinik. Im Zweifel schicken sie euch wieder nach Hause und ihr kommt später nochmal. Alles kein Problem und ihr werdet die Geburt nicht verpassen. Das fragen mich auch immer viele Frauen. Ja, meinst du denn, dass ich das auch wirklich merke? Ihr merkt es auf jeden Fall, wenn es wirklich losgeht und euer Körper weiß Bescheid. Ihr könnt euch darauf verlassen und der wird seine Arbeit gut zu Ende bringen. Mich würde total interessieren, wie es bei euch losgegangen ist, wie euer Geburtsbeginn war. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, geholfen hat, gebt ihm gerne den Daumen hoch, abonniert den Kanal und wir sehen uns schon bald im nächsten Video.